Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für die 37. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 11. September beginnt und bis zum 17. September geht. Wir haben in dieser Zeit abnehmenden Mond bis zum 15. September. Da haben wir einen Neumond und da wechseln dann so ein wenig die Energien. Ja, lieber Löwe, wir schauen uns mal an, wie deine Woche werden wird. Und ich bin schon sehr gespannt zu erfahren, was die Karten uns so verraten. Schauen wir mal. Ich werde auch in dieser Legung das keltische Tarot verwenden. Dann brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel. Und eine erste einleitende Karte für dich, lieber Löwe. Und da haben wir den Hohepriester. Eine sehr ernsthafte Energie. Es könnte sehr gut sein, lieber Löwe, dass du in der kommenden Woche, in dieser Woche, dich einigen wichtigen Fragen in deinem Leben widmest. Was dir eigentlich dein Leben bedeutet und gewisse Aspekte deines Lebens, was dir Beziehungen bedeuten, was deine persönlichen Werte sind, ne? Was dir persönlich wichtig ist, wofür du kämpfst, ne? Was dir einfach wichtig ist, wofür du lebst, der Sinn des Lebens. Den in Frage zu stellen, das könnte für dich in dieser Woche ein wichtiges Thema sein. Und vielleicht diskutierst du das auch mit jemandem, dem du sehr vertraust, der dir sehr am Herzen liegt. Und es könnte auch sein, dass du auf viele neue Ideen gebracht wirst in Bezug auf Weiterbildung. Das Thema Weiterbildung, Ausbildung und Lehre könnte tatsächlich wichtig sein. Ja, und du könntest auch gut das Gefühl, die Neigung haben, dir neues Wissen anzueignen in dieser Woche. Ne? Vielleicht musst du irgendwas nachschauen, vielleicht brauchst du gewisse Informationen. Der Hohepriester und diese Energie ist ja sehr zentral in dieser Woche für dich, ist auf jeden Fall ein sehr gründlicher Denker. Langsam, aber gründlich, sehr gewissenhaft. Und eben so Werte geleitet. Könnte wirklich sehr gut sein, dass du zu deiner Überzeugung kommst. Und wenn das der Fall ist, auch nicht zögerst, dieser Überzeugung zu zeigen, ne? Und dann Taten sprechen zu lassen. Aber vorausgehend ist halt dieses gründliche Nachdenken, ne? Man lässt sich hier schon, lässt dir hier auf jeden Fall mit den Antworten, die du suchst, auch Zeit. Könnte auch sehr hilfreich sein für dich, einen Berater oder jemand in beratender Funktion aufzusuchen. Wow. Feuer, Wasser, ne? Und hier zeigt sich ganz klar ein Paar. Also eine sehr dynamische Kombination. Also viele von euch sind in einen intensiven zwischenmenschlichen Bezug, ne? Eine romantische Verbindung, eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Aber für einige von euch könnten beide Karten auch auf euch zutreffen. Und dann sehe ich hier wirklich so Gefühl. Und der Wunsch, diese Gefühle auszudrücken.
Ja, und ein sehr intensiver Selbstverwirklichungsprozess. Ja, einmal hier die Königin der Stäbe und dann der Ritter der Kelche. Ja, Feuer, Wasser. Entweder du hast es mit einem Feuerzeichen zu tun, mit einem Feuerzeichen. Löwe, ein anderer Löwe, ne? Schütze oder Widder, oder du hast es mit einem Wasserzeichen zu tun. Also wenn du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast, ist natürlich die Königin der Stäbe das Feuerzeichen. Und dann wärest du der Ritter der Kelche, unabhängig vom Geschlecht. Wenn du es allerdings mit einem Wasserzeichen zu tun hast, Fische, Krebs, Skorpion, dann ist es andersrum, ne? Dann bist du ganz klar die Königin der Stäbe und dein Gegenüber der Ritter der Kelche. Ja, wenn du es mit einem anderen Sternzeichen zu tun hast, wird das wahrscheinlich auch eher der Fall sein, dass du die Königin der Stäbe bist von euch beiden. Ja, ich sehe hier wirklich, wenn du es mit einer anderen Person zu tun hast, ein wirklich intensives Aufeinandertreffen zwischen euch beiden, ne? Und was daraus resultiert, hängt natürlich ganz von eurer Freundschaft ab oder Beziehung oder eurer Romanze, ne? Aber es ist schon so, dass ihr beide sehr stark präsent seid, so als Person, so, ne? Dass ihr beide sehr viel Raum einnehmt. Und man könnte sagen, ihr seid ein regelrechtes Powerpaar, ne? Also, wow, also schon jetzt schon irgendwie aufregend. Ich schau mal rein, die Königin der Stäbe. Was denkt diese Person? Ja, es könnte schon sein, dass diese Person, diese Königin der Stäbe, ob sie sich auf dich bezieht oder dein Gegenüber, diese Person fühlt sich aktuell etwas ausgelaugt vom weltlichen Geschehen. Das hektische Treiben, der Beruf, die Lebendigkeit überall, ne? Das löst bei dieser Person aktuell Stress aus. Und diese Person braucht ein bisschen Zeit der Ruhe, um wieder, also des Innehaltens, um halt wieder Energie aufzutanken, besonders auf der emotionalen Ebene. Irgendwie, man ist hier emotional auch ausgelaugt. Vielleicht kommt man jetzt auch gerade aus einer unheimlich schönen Situation, ne? Und da kann man auch emotional ausgelaugt sein, ne? Zu viel des Guten manchmal. Ich sehe hier aber ganz klar, dass dieser Rückzug, dieses Ausgelaugtsein dieser Person letztendlich guttun wird. Und diese Person Klarheit finden wird, neue Einsichten, neue Wahrheiten, dass sich etwas für diese Person erhellen wird im Laufe dieser Woche, ne? Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass du diese Person sein könntest, ne? Ja, weil du bist hier so ein bisschen auf Wahrheitssuche, lieber Löwe. Was denkt der Ritter der Kelche? Ja, ach, das ist ja süß. Also, dieser Mensch ist schon sehr verliebt in diese Königin der Stäbe, wahrscheinlich, ne? Oder kommt natürlich so ein bisschen auf euer Verhältnis drauf an, aber das Zusammensein mit dieser Königin der Stäbe lässt die Emotionen in diesem Menschen aufsprühen, gibt ihm ganz viel Lebendigkeit, viele schöne, aufsprudelnde Gefühle. Und einfach Liebesglück, ne? Also muss man schon so sagen. Dieser Mensch ist ein bisschen so, lässt sich ein bisschen treiben, lässt sich ein bisschen fallen. Und ich würde mal sagen, wenn du die Königin der Stäbe bist und jemanden für philosophische Gespräche brauchst, ist das der richtige Mensch. Denn dieser Mensch hat aktuell einen sehr spirituellen Zugang, hat irgendwas, ja, ein Mensch, der so die Spiritualität erfühlen kann, der so das große Ganze sieht in der Welt, der so ein bisschen ein Mensch, der irgendwie auch jetzt nicht in Gesprächen etwas forcieren möchte, irgendwie eine Wahrheit durchdrücken möchte oder so präsent sein möchte, sondern ein Mensch, der sich der Spiritualität öffnet, ne, und irgendwie alles aus einer höheren Perspektive aus betrachten kann. Deswegen für so Werte, also eine schöne Ergänzung sehe ich hier einfach tatsächlich, ne? Und ja,
Ich glaube, das, also es scheint mir hier, dieser Mensch scheint dir sehr, sehr gut zu tun, ne? Wir schauen mal weiter. Was war in der Vergangenheit los? In der Vergangenheit fand ein Neuanfang statt in deinem Leben auf irgendeiner Ebene, ne? Entweder hast du einen neuen Job angefangen oder eben diese neue Liebe in deinem Leben. Oder irgendwas hat sich verändert, wodurch ein Neuanfang ausgelöst wurde, deine Wohnsituation oder dein Umkreis. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas skeptisch gegen dieser Neuerung warst und zunächst eher so skeptisch und vorsichtig warst, dabei aber sehr stark auf dich und deine Energie geachtet hast. Und dann könnte es sein, dass dich das doch dann irgendwann gepackt hat und du schon überzeugt warst von diesem Neuen, so dass es dir Frohsinn, Leichtigkeit und Neugier verschafft hat. Es hat ein bisschen gedauert. Du warst ein bisschen skeptisch, was diesen Neuanfang betrifft, ne? Was dann irgendwie so, vielleicht hattest du, wenn du jetzt, wenn es hier um eine neue Liebe geht, vielleicht hast du hier so sehr hohe Schutzmauern am Anfang noch aufgebaut und die auch bewahrt, ne? Also du hast dich da jetzt nicht reingestürzt, ne? Also manchmal ist das ja so, man lernt jemanden kennen und ist dann voll drin, aber das war hier nicht so. Du hast es schon mit Bedacht. Hast du dich diesen neuen in deinem Leben angenähert? Aber jetzt ist es eine andere Situation und ich glaube, du bist unheimlich überrascht von dem Ergebnis. Ja, es unterstreicht hier was ich hier schon meinte, was ich hier schon geahnt habe, dass es dich ab irgendeinem Punkt gepackt hat und du dann viel offener für das Neue warst. Hier zeigt sich das, also das, was hier sich entwickelt. Das überrascht dich, es entwickelt eine andere Qualität, ne? Es nimmt eine andere Gestalt an und du könntest von dem Ergebnis überrascht sein. Und es hat auf jeden Fall mit eurer Beziehung zu tun. Eure Beziehung blüht jetzt auch gerade auf und ja, auch ihr seid ja auch beide so präsent. Diesen Raum, den eure Persönlichkeit einnimmt, das gilt auch für eure Beziehung, ne? Die ist auch sehr strahlend, hat viel Strahlkraft. Und das überrascht dich, glaube ich, auch. Also, und hier kommt unheimlich vieles so ans Licht, ne? Ich sage jetzt also keine Wahrheiten, die mit keine Lügen oder sowas, ne? Also es zeigt sich einfach der wahre Wesenskern eurer Verbindung, ne? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja, wow, du hast eine ziemlich wichtige Woche vor dir. Das ist erst der Anfang, lieber Löwe. Also ich sehe hier schon, dass dein Leben bald eine starke Veränderung vollzieht. Und du möchtest diese Veränderung auch. Du bereitest dir alles vor. Also wenn ihr euch wirklich gerade erst kennengelernt habt, ne? Also für diejenigen, es kann natürlich nicht für alle zutreffen, aber falls sehe ich, dass schon bald, dass ihr womöglich zusammen eine Veränderung in euren Leben miteinander besprecht. Vielleicht wirklich sowas wie zusammenziehen oder heiraten oder so, ne? Ja, für diejenigen, für die das jetzt kein Thema ist, es hat hier sicherlich mit der Situation, mit dem zu tun, was hier in deinem Leben aufblüht. Und dass das jetzt erst der Anfang ist, ne? Es ist jetzt. Es fängt gerade erst an aufzublühen und was immer du da vorhast, ne, die konkrete Zielsetzung kann hier durchaus verschieden sein, aber es hat hier schon das Potenzial, ab einem gewissen Punkt ziemlich schnell zu gehen, ne, dass man hier ziemlich schnell zu einem neuen Leben, zu einem neuen Weg in seinem Leben kommen kann. Und wie das halt mit Reisen und Wegen so ist, es geht dann recht rasant, ne? Also,
das hier ist quasi jetzt auch nur eine Vorbereitungszeit, ne, auf einen neuen Weg in dein Leben, den du schon instinktiv schon vorbereitest, ne? Also ob du jetzt schon genaue Pläne hast oder diese Pläne dir erst kommen im Laufe der Woche oder der nächsten Wochen, sei ein bisschen dahingestellt. Es ist unterschiedlich. Es kann beides sein. Aber innerlich, ne, dein Unterbewusstsein weiß schon ganz genau, wo es hin will. Also du, ne, ist ja auch ein Teil von dir und du hast diese Entscheidung schon irgendwo unbewusst getroffen. Also das ist schon interessant. Das ist schon eine sehr starke Legung hier. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ja, und wie das auch bei großen Wachstumsschüben so ist, es ist auch nicht frei von Hindernissen. Ne? Hier kommt eine Welle von großer Ratlosigkeit auf dich zu, großen Zweifelns. Kann das alles werden? Wie genau stelle ich mir das eigentlich vor? Was möchte ich eigentlich? Ganz viele Möglichkeiten. Und ich sehe hier eine Phase auf dich zu kommen von vielleicht ein paar Tagen, wo du nicht besonders entschlussfreudig bist. Aber das kann auch wirklich hier einen höheren Zweck haben. Vielleicht hast du wirklich eben noch nicht richtig die richtige Lösung gefunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kommunikation hier dir dabei helfen wird, ganz neue Wege dir zu überlegen. Ne? Also der Blick in die Zukunft ist hier wirklich entscheidend. Ne? Und nimm deine Zukunft ernst, lass dich inspirieren, träume. Und nimm diese Träume dann auch ernst, ne? Was du wirklich möchtest, das ist jetzt hier wirklich gefragt und scheint mir der Kern dieser neuen Reise in dein Leben zu sein. Und dafür, dass du musst jetzt nicht von heute auf morgen genau wissen, was du willst. Und tatsächlich ist hier sehr angeraten, mit diesen beiden Karten gerade, ja, die Zeit zu nutzen und sich Zeit zu lassen. Gründlich nachdenken. Ne? Gründliches Nachdenken ist halt langsamer, aber dafür hat es halt oft mehr Bestand, ist nachhaltiger und einfach genauer. Ne? Das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und ich sehe hier auch einen großen Bewusstseinswandel auf dich zukommen. Ne? Könnte auch wirklich sein, dass du in einer gewissen Angelegenheit in deinem Leben auch deinen Standpunkt änderst. Ne? Dass du plötzlich irgendwie auch alles anders bewertest und das ist, scheint mir hier auch sehr, sehr wichtig zu sein für dich. Ja. Also, falls du hier einen Ritter der Kelche an deiner Seite hast, auch wenn das eine weibliche Person ist, ich habe ja schon gesagt, das ist geschlechterunabhängig, dann nutze diesen Beistand, ne? Und versucht einfach Ideen auszutauschen, ne? Neue Perspektiven zu verstehen, zu lernen, neue Ideen. Vielleicht ist hier wirklich auch eine unkonventionelle Lösung das Richtige. Das ist eine schöne Karte hier. Ist auch eine kommunikationsstarke Karte. Die Woche kommt dir auch wirklich doch recht leicht vor. Ich glaube, so was die Arbeit betrifft, ne? Was so die Arbeit betrifft, ist es recht friedlich um dich herum. Oder du gestaltest dir das so oder kannst es dir gestalten, dass da ein bisschen weniger los ist. Da war schon irgendwie Belastung da, aber in dieser Woche wird das weniger. Auch Konflikte, die in der letzten Woche eine Rolle gespielt haben, kommen hier jetzt ein bisschen zur Ruhe, ne? Kommt hier mit dieser Energie bei sich selber an und hat viel mentale Klarheit. Ja, es ist harmonisch und friedlich mit so einer Karte. Das ist ja eigentlich schon ganz gut, besonders weil du deine Energie für diesen Wachstumsprozess brauchst, ne? Wow. Wow. Ja, ich glaube, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ist es nicht so friedlich. Ne? Im positiven Sinne, hier geht es, glaube ich, recht heiß her bei vielen von euch.
Und das scheint mir vielleicht auch, ist auch eine wichtige Kommunikation, ne? Also ist natürlich auch eine Art, Gefühle auszudrücken. Kommunikation muss nicht über Sprache passieren. Ich sehe hier doch sehr viel Leidenschaft auf körperliche Art und Weise also dass du die auf körperliche Art und Weise ausdrückst, ne? Das kann Sexualität sein, aber ist manchmal auch mehr als das, ne? Viel Sport, viel Betätigung, Tanz. Ich verbinde diese Karte immer mit Tanz, ne? Das ist irgendwie das, was Sexualität und Sport irgendwie so verbindet. Ist auch eine sehr sinnliche Karte, eine sehr leidenschaftliche, sehr halt auch der Wunsch, Emotionen auszudrücken, ne? Auch so furchtlos, ne? Also auch ohne die Furcht, verletzt zu werden, ohne die Furcht, irgendwie doof dazustehen, sondern einfach mit der Zuversicht, dass man einfach großartig ist und strahlt, ne? Also das sehe ich dich hier sehr stark, dieses Gefühl in dein Privatleben ausleben. Und da denke ich schon, dass viele von euch in einer sehr leidenschaftlichen Beziehung gerade sind, ne? Also, oder dass sich halt im Laufe der Woche sowas ergeben kann. Durchaus auch möglich, ne? Aber natürlich kann man diese Energie auch anders ausdrücken und man kann sie natürlich auch ausdrücken, wenn man solo ist und auch gerne solo bleiben möchte. Dann kann ich halt eben diese sportliche Aktivität sehr, sehr empfehlen und gepaart mit etwas Kreativem, ne? Irgendwie Tanz, ne? Hatte ich ja schon. Oder halt einfach etwas anderes Kreatives, ne? Was man halt so, wo man halt auch so seine Gefühle ausdrücken kann. Ist auch irgendwie schön, ist auch eine schöne Selbstverwirklichungskarte, ne? Wir sind hier auch, du bist hier in einer sehr starken Selbstverwirklichungsphase, denn die Lust macht einen nicht nur mutig und lässt einen das Leben genießen, nein, es ist auch die Löwekarte, ne? Also du bist hier voll und ganz in deinem Naturell. Und besonders dann, wenn du mit anderen zusammen bist. Also voll schön, so sollte es ja auch eigentlich sein, ne? Der Ritter der Scheiben zeigt sich hier und du sehnst dich nach dieser Person. Es könnte natürlich hier die gleiche Person sein wie der Ritter der Kelche. Eine Erdperson, Jungfrau, Stier, Steinbock könnte es sein. In der Kombination sind wir besonders bei Krebs und Steinbock, aber natürlich kann diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben. Vielleicht wünschst du dir von dieser Person hier auch einfach, dass sie manchmal ein bisschen bodenständiger ist, ein bisschen realistischer. Vielleicht hast du es hier mit einem richtigen Traumtänzer zu tun oder Traumtänzerin und du denkst dir, ja, schön und gut, aber komm doch auch manchmal bitte auf den Boden der Tatsachen an. Vielleicht hat das auch damit zu tun, vielleicht wünschst du dir, dass diese Person erfolgreicher im Job ist oder irgendwie mehr finanzielle Stabilität hat. Vielleicht spiegelt das aber auch einfach deinen Wunsch wider, lieber Löwe, eine stabile Partnerschaft einzugehen mit dieser Person. Denn das spiegelt dieser Ritter der Scheiben schon wieder, ne? Beständigkeit, eheähnliche Verhältnisse und Kontinuität. Also du sehnst dich auf jeden Fall nach mehr Erdenergie. Vielleicht erwartest du das auch ein bisschen von dir, ne? Vielleicht hat das mit deinen Plänen zu tun. Okay, um das zu erreichen, muss ich aber auch meine Finanzen besser unter Kontrolle bekommen. Oder muss einfach mehr finanzielle Möglichkeiten haben oder aufbauen. Oder muss fleißiger sein, ne? Mehr Verantwortung übernehmen. Je nachdem, was dir gerade im Moment im Leben wichtig ist. Was ist denn das Ergebnis? Oh, der Prinz der Schwerter. Jetzt haben wir hier alle Elemente, ne? Feuer, Wasser, Erde und Luft. Auf ein Luftzeichen triffst du erst noch. Das könnte jetzt eine ganz neue Person sein, die du wirklich. Also ich finde
Springt so ein bisschen, also die springt so ein bisschen aus den Rahmen hier. Also habe ich irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie eine neue Person. Um was geht es denn da? Ausgleichung? Vielleicht der Prinz der Schwerter, wenn du eine Familie hast, kann der Prinz auch manchmal einen Sohn oder eine Tochter von dir darstellen, weil es hier um einen sehr jungen Menschen geht. Der Prinz der Schwerter ist nämlich ein sehr junger Mensch. Hat viel mit dieser Narrenenergie zu tun. Ein Mensch, der etwas Neues ausprobiert, der voller Neugier ist, voller neuer Ideen. Und hier kommt es zu einer Ausgleichung. Tja, ich weiß nicht genau, vielleicht... also du wirst auf jeden Fall auf diesen Menschen treffen im Laufe der Woche, ne? Und anscheinend scheint er ja sehr, sehr wichtig zu sein. Auch wenn ich glaube, dass ihr kein romantisches Verhältnis habt. Aber vielleicht, also... es hat mit den Aeon zu tun. Naja, vielleicht sind das doch die gleichen Personen. Also wenn du es mit Fische zu tun hast, könnten das die gleichen Personen sein. Oder bei Waage. Dieser Mensch ist genauso wie du am Wachsen. Scheint mir hier schon genau der gleiche Mensch zu sein. Kein neuer Mensch. Vielleicht für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, wer der Ritter der Kelche ist, dann könntet ihr womöglich auf diesen Prinzen stoßen im Laufe der Woche. Dieser Mensch ist im Moment in einer ganz ähnlichen persönlichen Situation wie ihr und ist gerade dabei, heranzuwachsen, zu reifen, größer zu werden, mehr Raum einzunehmen, ne? Und ja, den wahren Wesenskern mehr zu zeigen. Und ja, vielleicht werdet ihr, wenn ihr diesen Menschen noch nicht kennt, in ein Gespräch mit diesem Menschen geraten. Es ist bei Luftzeichen sehr leicht, mit diesem Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dieser Mensch könnte vielleicht euch auch wirklich wichtige Ideen bringen, ne? Wichtige Einblicke, wichtige Gedankengänge. Und so findet ihr dann zueinander. Was bedeutet der Prinz der Schwerter? Der Frieden. War aber eine ganz andere Kombination als beim Ritter der Kelche, ne? Vielleicht ist der Prinz der Schwerter vielmehr die Person, mit der ihr im beruflichen Sinne zusammenarbeitet. Oder wirklich Teil von eurer Familie, ne? Sohn oder Tochter. Dann ergibt das natürlich auch Sinn, warum ihr euch beide gerade aktuell so weiterentwickelt. Ihr habt auf jeden Fall einen Bezug zueinander und die Stimmung ist grundsätzlich, ja, also auch sehr harmonisch und friedlich. Diesen Menschen kennst du dann, du lernst diesen Menschen nicht neu kennen, das war eine falsche Einschätzung von mir. Du kennst diesen Menschen schon in der Woche. Aber hier gibt es wohl ein ganz wichtiges Treffen oder eine ganz wichtige Begegnung, die halt auch noch viel ins Gleichgewicht bringt in dein Leben, ne? Vielleicht auch einige offene Fragen für dich beantwortet, wodurch du danach irgendwie mehr Klarheit besitzt. Luftzeichen wäre, ne, Wassermann, Waage, Zwilling. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wollte ich nur noch mal sagen. Ich sehe besonders deutlich Waage. Spätestens zu dem Zeitpunkt könnt ihr dann gemeinsame Pläne mit dieser Person besprechen. Spiritualität und Machbarkeit, ja. Das Praktische und das Spirituelle, ne? Das Theoretische. Ich sehe hier viel Inspiration. Und ihr habt den Wunsch, ne? Das, was ja, also eure Spiritualität auf Machbarkeit zu überprüfen. Aber seid nicht zu streng. Es ist auch manchmal sehr, sehr wichtig zu träumen und erstmal die richtige Idee, die richtige Inspiration zu bekommen, ist wichtig. In Bezug auf Machbarkeit ist es vielleicht wichtiger,
sich wirklich vorzustellen, okay, was ist denn, wenn dieser Traum wirklich wahr wird? Ist man dann wirklich glücklich? Ist es wirklich das, was man will? Das ist manchmal viel, viel schwieriger, ne? Also so hingegen sollte man seine Träume auf Realität überprüfen, ob es einen wirklich glücklich macht. Man muss manchmal sehr besonnen damit umgehen, was man sich eigentlich wünscht, ne? Und sollte diese Träume, diese Zukunftsvorstellungen nicht verklären, sondern sich klar machen, ja, sich darüber bewusst werden, was man wirklich möchte, ne? Was man wirklich braucht, um vom Herzen her zufrieden zu sein. Ja, es wird auf jeden Fall für dich, lieber Löwe, eine sehr spannende und wichtige Woche. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute und ja, dass du viel Positives aus den Energien machen wirst, dass die Energien positiv bei dir ankommen und dass du eine schöne Zeit haben wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.